Man wird älter, man wird verrückter, sagt der Filmstar im Interview mit Esquire. Komfort wird wichtiger, konkretisierte er seine Aussage mit Blick auf seinen Klamottenstyle. Der 57-Jährige gestand in dem Interview, dass er sich selbst nicht als jemanden ansehe, der anderen Leuten den Kopf verdrehen könnte, auch nicht mit seiner Kleidungswahl. Wenn ich einen Stil habe, dann ist das kein Stil, sagte er weiter. Ich mag Einfarbiges, ohne dass es eine Uniform wird. Ich mag Einfachheit, ich mag die Details in den Nähten und wie es sich anfühlt. Wenn überhaupt, ist das die einzige Richtung, die ich einschlage. Gern greift der 57-Jährige nun auch mal zu T-Shirt und Jeans, anstatt immerzu mit Hemd und Sakko auf offizielle Events zu gehen. Neue Trends lässt der Schauspieler dabei gern links liegen, es ist zu anstrengend, das zu verfolgen. Ihm sind kleine Details und einfache Akzente in seinen Outfits wichtiger. Mit Blick auf eine sündhaft teure Jacke in seinem Schrank sagte Pitt, dass sie sich längerfristig auszahle. Es ist Loro Piana. Es ist Kaschmir, und wenn ich mich auf 86 Jahre kämpfe, werde ich sie mit Mottenlöchern tragen. Sie ist teuer, aber wenn ich sie 30 Jahre lang tragen kann, wird sie auf lange Sicht nicht teuer sein. Sie ist so einfach, so elegant. Für mich ist sie perfekt. Der Schauspieler, der der Meinung ist, keinen Stil zu haben oder sich von der Zeitung auf einen bestimmten Stil festnageln lassen wollte, hat so ganz nebenbei seinen eigenen Stil erschaffen, und das, obwohl er einfach nur älter und bequemer werden wollte.